Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus der Außenstelle Balkonistan, Enklave Unterlagen. Hallo, mein Name ist Dela. Sie kennen mich aus Erfolgsformaten wie Dela Terratur mit Flo, Königsbube, Dame, Gast und Nech unter Messer. Außerdem habe ich meinen wundervollen Assistenten mit dabei, den Jonas. Hallo. Jonas kennen Sie aus Erfolgsformaten wie Sudden Dice und König, Bube, Dame, Gast und den Grillcast. Und es gab nie einen Grillcast. Und da wir beide von der wundervollen Frau Steffi eingeladen worden sind, eine Adventskalenderfolge aufzunehmen, dachten wir, wir nutzen diese Gelegenheit für den Start eines neuen Formates, nämlich das Dela Kochstudio. Und natürlich, für eine Weihnachtsfolge muss man ja auch weihnachtlich anfangen. Deswegen machen wir heute Glühwein. Und da es leider zu dieser Podcast-Aufnahme kein Video gibt, ich habe einen attraktiven jungen Mann in seiner Küche stehen, mit einem scharfen Messer in der Hand. Was haben wir jetzt vor? Ja, wir wollen diverse Glühweine machen. Also im Prinzip einen weißen Glühwein, einen roten Glühwein und ein bis zwei alkoholfreie Glühweine oder Kinderpunsch oder wie auch immer man es nennen mag. Und einmal, also als Basis dient Apfel, weil das relativ neutral ist mit anderer Frucht. Und wir hatten einmal Traubensaft für den hellen Glühwein und Kirschsaft für den dunklen. Nur, dass unser Traubensaft auch dunkel ist, weil wir keinen anderen gefunden haben. Aber das ignorieren wir einfach. Genau, kommen wir doch grundsätzlich mal zur Zutatenliste. Wollen wir die ganze Sache einzeln für jeden Glühwein machen oder wollen wir einmal, was wir alles haben? Wir machen einmal, was wir alles haben, weil außer der Flüssigkeit ist alles gleich. Okay. Die Säfte habe ich ja erklärt. Der weiße Glühwein wird mit Weißwein gemacht, der rote mit Rotwein. Das ist ziemlich simpel. Dann kommt bei dem Wein noch Zucker rein. Wir machen auf so eine 0,7 Liter Flasche jetzt mal 70 Gramm. Mhm. Testweise. Überall kommt dann Glühweingewürz rein. Ob ihr das jetzt selbst anmischt oder Glühfix oder eine Mischung vom Gewürzhändler eures Vertrauens holt, das bleibt euch überlassen. Wir haben jetzt eine gekaufte und haben die in so Teefilter getan, mal ungefähr einen Esslöffel pro Flasche. Ich hoffe, das ist okay von der Menge. Mhm. Ja, und da und im Prinzip war es das dann auch. Nee, Quatsch. Pro Portion, pro Flasche kommt noch der Saft einer halben Orange rein. Ja, hervorragend. Ganz wichtig. Gut, dann nehme ich an, ich entnehme deine Chlorhaltung. Wir fangen mit dem Köpfen der Orangen an. Hätte ich gesagt, das war eigentlich mein Plan für die Vorbereitung, aber dann war es ja schon soweit. Aber die halbieren ist schon mal keine schlechte Sache. Okay. So, das wäre erledigt. Dann kann das Brettchen auch wieder weg. Ich hatte mal eine Waage. Hier ist die Waage. Und ein Dippchen, wo ich den Zucker abgeben kann. Kleiner etymologischer Unterschied tatsächlich. Bei euch sind es Dippchen. Bei uns ist es ein Dippel. Ja, okay. Das ist interessant, dass ihr das so falsch aussprecht. Ich glaube, wir sind einfach nur mundfauler als ihr. Das mag sein. So, Zucker Nummer 1 kommt in Topf Nummer 1. Und wie viel Gramm? Das waren jetzt 73, glaube ich, aber die 3 Gramm wird uns niemand übel nehmen. Nee, eher nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, was wir bei den Prototypen von Dela Kochstudio in den letzten Tagen an Zucker zu uns genommen haben. Glaube ich nicht, dass 3 Gramm nur einen Unterschied machen. Das ist wahr. Wir hätten auch noch Karamell übrig. Umschichten. So, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem richtigen Wein an, weil wir müssen das sowieso in 2 Schalen machen, weil auf der ganz großen Platte möchte ich nicht so einen kleinen Topf stellen.
dann presse ich jetzt mal diesen Zucker, die Orange hinein. Wahrscheinlich ist es vollkommen egal, in welcher Reihenfolge ich das alles tue. An dieser Stelle sei natürlich die Zuhilfenahme eines starken Mannes, alternativ einer starken Frau, alternativ eines technischen Hilfsgeräts empfohlen. Ja. Zumindest wenn ihr Menschen eines Delaufgebots seid. So eine Orangenpresse wäre hier sehr praktisch, aber das mache ich halt auch nur alle Jubeljahre mal, dass ich Orangen auspresse, deswegen müssen jetzt meine Hände herhalten. So, ich muss mir die Hände waschen. Wir sind voll Orangensaft. Technische Frage. Hätte man ungespritzte Orangen, wäre es da empfehlenswert, die Orangenschale mitzukochen? Ich denke, das geht durchaus. Ich habe auch Rezepte gesehen, wo man die in Scheiben schneidet und mitkocht. Mhm. Ich weiß nur nicht, weil wir ja relativ kleine Mengen machen, ob das vom Handling her so einfach wäre oder so gut. So, jetzt eine Flasche Wein pro Kopf. Für den Weißen nehmen wir ein Trebbiano d'Abruzzo und für den Roten ein Montepulciano d'Abruzzo. Beides Bio-Weine vom örtlichen Discounter. Möchte zu Protokoll geben, nein, kein Tetrapack. Nein, und durchaus von einer Qualität, dass man den auch als Wein trinken kann, tatsächlich beide. Also nicht nur zum Verschneiden geeignet. So, dann würde ich sagen, wir erhitzen die jetzt erstmal. Mhm. Sehen zu, dass sich der Zucker auflöst. Dann geht's weiter mit dem Glühweingewürz. Wichtig ist, muss ich aus Erfahrung sagen, dass man die Herdplatte anmacht, wo die Töpfe draufstehen und nicht etwa, wo Plastikbrettchen draufstehen. Grüße an Julia. Oder Teebeutel. Oder Teebeutel, ja. Auf welche Stufe stellen wir das jetzt? Ich stelle die auf höchste Stufe zum halt Aufheizen. Wichtig ist, den Wein nicht kochen, wenn ihr noch was vom Alkohol haben wollt. Weil ab 70 Grad verkocht er. Deswegen entweder ihr könnt das gut schätzen oder ihr messt die Temperatur. Dafür haben wir ein ganz spezielles Superwerkzeug. Ja, wir haben das... den Luxus, dass wir ein Infrarotthermometer haben, aber ihr könnt auch einfach ein Bratenthermometer nehmen, was ihr da reinhaltet. Vielleicht nicht ganz auf dem Boden, weil der wird heißer sein als der Rest. Liebe Grüße an den Ralf. Nein, dein Finger ist kein Bratenthermometer. Und der Finger weiter unten auch nicht. Die Finger anderer Menschen, darüber lässt sich eventuell verhandeln. Ja, da braucht man halt Test rein, wie das ist mit der Rötung. Allerdings denkt daran, aktuell Infektionsschutz, Oberflächen, fremde Körperteile... ungünstig. Wichtig ist selbstverständlich auch, dass man während des Kochprozesses nicht vergisst, sich ein wenig um den Koch zu kümmern. Deswegen springe ich kurz auf. Deswegen springe ich jetzt kurz auf, um meine Zigarette danach zu holen. Nach was? Das eventuelle Austauschen von Zärtlichkeiten ist dringend zu empfehlen. Allerdings bedenkt die Anwendung heißer Flüssigkeiten und die Kombination mit Hosenlosen Tätigkeiten ist auch eine Übung für Fortgeschrittene. Ja. Ich möchte übrigens zu Protokoll geben, ich habe noch nichts getrunken, ich bin einfach so bescheuert. Dass hosenlos Kochen gefährlich ist, stellt den Podcaster von Welt natürlich vor eine gewisse Herausforderung. Aber große Ziele erfordern große Opfer. Und wir müssen zu allem bereit sein. Ja, immerhin habe ich wieder meine Sicherheitsschuhe an, da kann nichts passieren. Ja, wir sind jetzt bei etwas über 40 Grad schon. Wir starten nur bei, ich glaube, 22. Und ich werfe jetzt schon mal die Teefilter mit dem Gewürz rein. Und ich hoffe, das nimmt mir dabei nicht übel. Ich glaube, es gibt gleich ab. Zucker scheint aufgelöst. Das heißt, ich... brauche ich auch nicht mehr großartig umrühren, sondern nur noch die Temperatur im Blick behalten.
Rauchst du da meine Zigarette, die du mir geben wolltest? Denn, liebe Kinder, rauchen ist nicht gut für euch. Nein, überhaupt nicht. Lasst uns rauchen. Wir übernehmen das gern für euch. Also nicht gern, aber wir opfern uns auf. Das ist gewissermaßen unser gesellschaftlicher Auftrag. Und damit unser Glühwein gleich nicht kalt wird, während wir den Kinderpunsch zubereiten, wird der dann abgefüllt in Thermobehälter. Die sind auch sehr gut geeignet, wenn man den mit auf Arbeit nehmen will. Dann denkt der Chef, es wäre nur irgendwie Suppe oder so. Und ist aber in Wirklichkeit Glühwein. Scheitert spätestens dann am Geruch, aber das ist dann euer Problem. Ja, dann muss man einfach halt in die andere Kinderpunsch als Alibi. Die riecht genauso. Guter Punkt, guter Punkt. So, wir sind bei fast 70 Grad. Deswegen stelle ich die Temperatur mal runter auf Stufe 1,5 von 10. 1,5 ist auch die einzige halbe Stufe, die es gibt an diesem Herd. Das ist immer wieder interessant. Und nach Zugabe des, also nach Schmelzen des Zuckers, sollte man erstmal nicht mehr umrühren. Oder ist das wegen der Teebeutel? Das kann man machen, aber ich glaube, es ist unnötig. Okay. Weil wird ja nur noch heiß. Und die Teebeutel fallen da nicht komplett rein, obwohl das, glaube ich, auch eigentlich egal ist. Weil die sind hier so ein bisschen jetzt zugepappt. Ja, das ist der eine. Die andere mache ich jetzt. Und sollte doch was reinfallen, kann man es ja durch ein Sieb kippen. Ja, wenn ihr keine Teefilter habt, dann einfach das Zeug so rein und absiegen. Es gibt übrigens auch so lustige Silikon-wiederverwendbare Teebeutel. Falls ihr die richtigen aus dem Supermarkt nicht findet. Oder ein Tee-Ei. Das ging ja auch. So, der 72, der kommt runter. Jetzt 70, da schalte ich zumindest aus. Dann lassen wir den noch ein bisschen ziehen, dass die Gewürze schön werden. Jetzt muss ich ein wenig sehen, dass ich das mit dem Platz hier koordiniert bekomme. Mal schlau wie ich bin, habe ich nicht genug Platz gelassen. Vorausgedacht, dass wir die heißen Töpfe irgendwo hinstellen müssen, während wir die anderen jetzt erhitzen. So, die Waage brauchen wir nicht mehr. Auf Seite. So, mit der Mischung Apfel zu anderem Saft werden wir jetzt einfach ein bisschen experimentieren, weil ich habe keine Ahnung, wie das gut geht. Das letzte Mal habe ich das einfach frei Schnauze gemacht und es war okay, aber fangen wir mit halb an. Sind 300 Milliliter Apfelsaft. Noch mehr Apfel oder mehr Traube? Tendenziell mehr Apfel, aber nicht viel. Ja, 100 Milliliter haben wir noch zu vergeben, dann haben wir auch. Sind wir. Ja, dann sind wir auch bei den 700 Millilitern insgesamt. Aus Brandschutzgründen entferne ich die Zigarette. Achso, ja, danke. Denn, liebe Kinder, aber jetzt schützt es wichtig. Die dritte halbe Orange auspressen und auf den Herd stellen. So.
Da ist jetzt auch schon ein Teebeutel drin? Nee, noch nicht. Mach jetzt erstmal weiter mit, mit dem Kirschpunsch. Einmal kosten, bitte. Ja, Kirsch, oder? Also ich finde auch, das Kirschige, das ist gar nicht so, so verkehrt. Dann sind wir auf 500, dann mache ich jetzt noch 200 Milliliter Kirsch und das sind auch noch 700. Und er ist damit auch definitiv dunkler als der theoretisch helle Traubenputsch. Ich habe natürlich auch die Herdplatte mit dem schon mal anmachen können. Und auch da eine Orange rein? Ja, natürlich. Das ist war Absicht, um dich zu testen. Ich nehme an, dass man auch einfach fertigen Orangensaft aus der Tüte oder so dafür nehmen kann. Aber ich finde es schöner, wenn man... Mit dem Hintergrund. Ja, und es wirkt hochwertiger. Ich habe keine Ahnung, wie gut diese Orangen sind. Oder ob da irgendwie was... frisch gepresster Saft aus dem Kühlregal vielleicht besser wäre, aber für... Außerdem mag ich es, wenn da man mit den Händen auch nimmt. Na du. Dann muss ich das wohl tun. Wenn die Produzentin das so verlangt. Ja, so eine Besetzungscouch hat echt Vorteile. Warum haben wir eigentlich keine Couch in der Küche? Und jetzt kommen wir nicht mit, das ist deine Wohnung, das musst du doch wissen. Aber es ist zumindest eine Eckbank vorhanden. Das stimmt... Die ist aber voll. Und tendenziell unbequem. Und nicht aus Leder. Das ist wahr. Aber auch hier wieder gesellschaftliche Verantwortung. Leder, Couchen, nicht gut. Tierwohl und so. Es erfolgt eine weitere Temperaturmessung. Genau, also der Glühwein ist jetzt auf 60 Grad etwa runter. Und der Punsch auf... Ist er echt schon so heiß? Okay, ja. Der eine 45 Grad, der andere 40, aber das wird alles werden. Und ich finde, die sind auch beide süß genug vom Eindruck her. Wie stellst du dir die Testreihenfolge vor? Erst den alkoholischen, erst den nicht-alkoholischen, erst die hellen, erst die dunklen? Ich glaube, erst die hellen, dann die dunklen. Und erst die nicht-alkoholischen, dann die alkoholischen. Alkoholisch hell, nicht alkoholisch hell, alkoholisch hell oder erst. Was sagst du? Ich sage, wie machen wir das, Frau Produzentin? Ich bin ja nur der Assistent. Dann würde ich sagen, fangen wir mit den alkoholischen an. Weil dann schmecken die anderen automatisch gut, wenn man schon getrunken hat oder so. Genau. Ja, warum messe ich eigentlich bei einem Kinderpunsch die Temperatur? Das ist vollkommen egal, oder? Alte Gewohnheit. Ja. Außerdem sind wir hier eine hochwissenschaftliche Veranstaltung. Total. Das Blubbern der diversen Hexenkessel und so und die gelegentlichen Explosionen möchte ich bitten zu entschuldigen. Ich muss mal den Klaus fragen, ob wir das Blubbern vom Podcast-Versuchslabor nutzen können, weil das stelle ich mir sehr gut als Hintergrundatmo vor oder so. Du meinst, die apokalyptischen Geräusche deines Kühlschranks reichen nicht? Der pfeift nur manchmal oder rumpelt. Oder so. Apokalyptisch ist die Heizung im Nebenraum, die man manchmal hört. Gut, außer erhitzen passiert ja jetzt erstmal nichts mehr. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Und das dauert noch eine Weile? Oder wann ist mit dem Kosten zu rechnen? Ja, das dauert noch ein paar Minuten. Und ich würde den Punsch wirklich mal aufkochen, dann den Wein nochmal erhitzen und abfüllen. Dann würde ich vorschlagen, gibt es hier an dieser Stelle einen kurzen Schnitt und wir hören uns bei der Verkostung. So, liebe Hörendenschaft, der entsprechende Apfelprozess ist hiermit erledigt. Was? Vor uns stehen dementsprechend 4 Tassen mit jeweils Punsch und Glühwein. Starten Sie die Testreihe. Sehr wohl, wir beginnen mit dem weißen Glühwein. Er schmeckt lustigerweise nach noch Birne als noch Apfel. Das ist ja... Der Weißwein, das ist also gar das kein Apfel. Ja, du wolltest mit Alkohol. Ja, ich dachte, wir hatten in den auch Saft reingetan. Nee, das ist der, da ist kein Saft drin, das ist nur der Wein. Ich finde, der hat eine
ganz leichte Säure. Ja, aber angenehm. Mhm. Schmeckt ein bisschen wie Donna Helene. Ja, stimmt. Ich glaube, da hätte ein bisschen mehr Gewürz reingekommen. Die Orange tut ihm sehr gut, finde ich. Das macht das Ganze schön, schön mild. Und ich finde, Zucker ist nicht übertrieben. Nein, ist okay. Könnte meiner Meinung nach sogar mehr sein, aber ich bin halt auch sehr süß. Das bist du. So, wir machen weiter mit dem roten Glühwein. Meiner Meinung nach Sacherb. Ja, das liegt, glaube ich, an dem Rotwein, weil Rotwein ist ja generell etwas kräftiger und ich weiß nicht, ob das Tannine sind oder sowas. Halt irgendwelche Gerbstoffe oder so. Aber das probier nochmal. Ich denke, das könnte man umgehen, wenn man keinen trockenen Rotwein nimmt, sondern einen halbtrockenen oder einen lieblichen. Aber auch nicht schlecht, hier gehen mir allerdings die Gewürze tatsächlich zu sehr unter. Ja, das stimmt. Die, also für den Wein müssen wir mehr nehmen. So, dann fangen wir mit dem, was ist das? Genau, der Traube-Apfel-Mischung an. Er riecht auf jeden Fall sehr apfelig. Das ist sehr heiß, es dauert noch einen Moment. Sehr, sehr gut. Auch hier wenig Gewürz, glaube ich. Aber Zuckergehalt sehr angenehm. Die Orange kommt auch gut raus. Ja, auf jeden Fall mehr Gewürz schon mal als beim Wein. Und insgesamt sehr lecker. Also. Ja, auf jeden Fall. So, nun zum Kirschapfelglühwein. Punsch, Kinderpunsch. Kein Alkohol. Zumindest nicht, bis wir richtig reingetan haben. Also ich finde, er schmeckt nach Kirschsaft. Er riecht sehr kirschig, aber mandarinig. Er riecht nicht mehr nach Orange, er riecht nach Mandarine. Ja, sehr kirschig, aber tatsächlich mein Favorit. Also merken wir uns, mit dem Glühweingewürz nicht sparsam sein. Genau. Aber da konnte ich ja vielleicht noch ein bisschen nachhelfen. Stichwort nachhelfen. Suchst du das Karamell? Ja. Ich würde mir dann das erste Glas Kirschpunsch gleich reserviert haben. Selbstverständlich. Damit ich im Zweifelsfall nur meins versaue und nicht deins. Da es ja in den Prototypen des Dela Koch Studios bereits Experimente gab, die Karamellsoße beinhalteten, versuche ich jetzt das ganze Konzept mit einem sehr großzügigen Löffel aus Salzkaramellsoße aufzuwerten. Denn, wie schon erwähnt, ich bin ein sehr großer Zucker-Junkie. Ich tunke nun also einen Batzen Karamellsoße in meinen Glühwein und warte, was passiert. Es kommt zu ersten Auflösungserscheinungen. Ich bin's nicht. Probier mal. Das tut der Sache sehr gut. Die Karamellnote tut ihm gut. Also ich bin froh, dass er noch nicht komplett aufgelöst ist, der Wald. Weil es mir dann wahrscheinlich zu süß würde, aber diese Karamellnote, das hat was. Hat sogar sehr viel. Ich weiß ja, du bist kein großer Fan von Weihnachtsmärkten. Aber ich nehme an, du warst trotzdem mal auf einem, weil sonst hättest du ja nicht gewusst, dass das nichts für dich ist. Hast du da Glühwein und oder Kinderpunsch getrunken? Ich war auf regelmäßig vielen Mittelaltermärkten. Da ist tendenziell weniger Glühwein als Glühmet. Und da kann ich allerdings mit sehr viel Erfahrung aufwerben. Gut, neben meine Frage wäre gewesen, ob du eher für Glühwein oder für Kinderpunsch zu haben bist? Tendenziell Kinderpunsch, weil warmer Alkohol und 20 Kilo schwierige Mischung. Ja. Ich bin da ganz bei dir, weniger wegen dem Alkohol, sondern einfach, weil mir der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt nicht so gut schmeckt. Da finde ich den Kinderpunsch immer wesentlich angenehmer. Vor allem wird das Zeug halt auch immer so schnell kühl bei entsprechender Temperatur. Kalter, billiger Glühwein ist nicht gut. Ja. Also muss man wieder schnell trinken, ist schnell betrunken. Nee. Ich möchte tatsächlich zu Protokoll geben. Die Karamellsache hat es sehr aufgewertet. Es schmeckt jetzt wie ein in Kirschsaft aufgelöstes Toffifee. Also es hat tatsächlich dieses Toffee-Aroma. Es gibt dem Ganzen eine Tiefe. Stimmst du mir dazu? Eine Schwere. Eine Tiefe durch das Salz.
Hat es mehr Charakter? Ja, das konnte ich gar nicht rausschmecken. Und jetzt immer noch nicht? Beim, wo ich es ganz unberührt habe? Lass mich doch mal testen. Ja, doch, stimmt. Also, persönlicher Favorit. Kirsch ja. Mit Karamell und Apfel und... Und Glühweinwürzzeug. Genau. Was wäre dein Favorit? Bei den alkoholfreien tatsächlich auch der mit Kirsche. Mhm. Und bei den alkoholischen der Weiße. Mhm. Weil dadurch, dass der nicht so herb ist, finde ich, lässt er sich viel besser trinken. Ja, bin ich bei dir. Ja, der ist einfach runder. Mhm. Nun gut. Liebe Hörerschaft, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an diesem Konzept. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß an allen vor uns und nach uns folgenden Teilen des Adventskalenders dieses Jahres 2020. Es ist ein ziemlich merkwürdiges Jahr in jeder Hinsicht, aber wir beide hoffen, ihr bleibt gesund, ihr bleibt anständig, lasst euch zumindest nicht erwischen, wenn es anders ist. Macht keinen Blödsinn und seht zu, dass ihr irgendwie heile ins neue Jahr kommt. Und wir hören uns. Wir trinken auf euch. Cheers. Tschüss.